Ja, Servus zusammen und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2022. Ich hoffe, das stimmt auch so. Ich habe schon wirklich, Leute, so lange kein Train Simulator gespielt, weil da ich ja beruflich ja Lokführer bin, sage ich mal ganz ehrlich, spiele ich privat sehr selten einen Zugsimulator, eher meistens Bus oder Autorennen oder sowas. Ja, aber es ist ja so einiges Neues erschienen für den Train Simulator. Unter anderem habt ihr euch auch so mal wieder ein 2018-Szenario gewünscht. Da habe ich auch was im Petto. Das Video muss ich noch produzieren. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Und so weiter. Das hängt halt immer mit der Zeit zusammen. Und so weiter. Aber es ist eine neue Strecke erschienen. Was heißt eine neue Strecke? Eine Erweiterung für eine vorhandene Strecke. Und zwar die Nordbahn von RW Austria. Und zwar führte sie damals nur von Wien Nord bis Bernhardstal. Und das ist übrigens die Strecke in Richtung Zhuhai und weiter in Richtung Deutschland. Diese Strecke benutzt hauptsächlich auch der Eurocity von Budapest nach Berlin-Hamburg. Und zwar fahren wir hier die Erweiterung, und zwar die Wiener Stammbahn. Das ist diese Strecke, die quer durch die Wiener Innenstadt führt. Unter anderem werden wir auch den hoffentlich auch den Wiener Prater sehen, auch ein großes Wahrzeichen von Wien. Da fährt auch, das ist auch der Prater, das ist ein ganz großer Park. Da fährt auch eine wunderschöne Parkbahn, ich glaube auch noch mit Dampf und so weiter. Und ja, ihr kennt ja natürlich auch Trams in Wien, da ist ja auch was Neues da gekommen, auch vor einiger Zeit, auch der eine Typ da, der Ältere. Mal gucken, vielleicht mache ich auch wieder mal dazu ein Video. Schauen wir einfach mal, was sich so ergibt. Ja, wir fahren hier den neuen City Jet, der ja vor kurzem erschienen ist. Das ist hier die S-Bahn-Variante. Ich glaube, das ist der 4746. Wenn ich falsch liege, müsst ihr mich bitte korrigieren. Und zwar fahren wir hier in einer Doppeltraktion ein Szenario-Pack für die Nordbahn von RW Austria. Link dazu packe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Wir starten in Wien-Meidling. Das ist auch der Ausgangspunkt der sogenannten Südbahnstrecke, die ich euch ja auch damals gezeigt habe, die über den Semmering führt, die erste deutsche Gebirgsbahn der Welt und die Richtung Triest führt an der Adria. Und ja, hier zweigen auch noch die verschiedensten Strecken der Wiener Ring ab in Richtung Wien Westbahnhof beziehungsweise zur Westbahn in Richtung St. Pölten, Salzburg sowie zur Ostbahn in Richtung Hegyesalom und Budapest. So, wir starten einfach mal. So. So, machen wir Tür. So. Ah, ist schon alles eingegeben. ID, perfekt. Das ist ja hier schon alles vorgewählt. Ich bin begeistert, Leute. Wir können unter anderem in diesem Zug auch natürlich den Sitz und hoch verstellen, aber ich denke mal, das ist so eine ganz gute Position, finde ich, dass ihr auch mal was seht von der Strecke. So, Rollo mache ich ein bisschen runter. Das passt so, ne? Ihr sollt ja auch noch was sehen. So, wir haben auch schon Ausfahrt. Das nächste Signal ist Halt. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Gänserndorf. Sehr schön. Ja, so passt es perfekt. So, auf geht's. Bomping! Euch doch zu. Hat er noch irgendwas hier? Nee. Ach so, ja. Ach, das geht automatisch hier. Ja, EB-Cup. Kenne ich zu gut. Los geht's mit dem City Jet. Auch sehr schön hier mit Ansagen, ne? Das ist ja hier im City Jet ja Standard. Mir aber in echt auch schon passiert, ne? Ich will fahren, hä, warum gehe ich? Ich sollte auch mal die Fahrtrichtung einwählen, ne? Ja, das passiert, wenn man da
bisschen. Das ist normal. Tempomaten haben wir auch, aber das lassen wir. Dann muss ich da immer über das Display, da habe ich keinen Bock. Wie gesagt, wenn wir jetzt ein bisschen zu spät sind, das ist egal. Wir machen hier ein Let's Play. Ihr sollt ja auch was sehen von der Strecke. Ich muss ja auch ein bisschen was erzählen. Das ist ja sonst langweilig. Da kann ich genauso gut einen Stummfilm machen. Ja, hier ruckelt es natürlich ein bisschen. Das ist halt der Engine. In Kürze erreichen wir den Matzersdorfer Platz. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Schön mit Chris Lohner. Wir fahren auch gleich durch den Tunnel, den Stadttunnel. Hier haben wir einen sogenannten Signalnachahmer. Station Wien-Matzersdorfer Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, schön dieser Ton. Tütüm, wie man es von Siemens, vom Siemens Desiro HC kennt. Schönes Fahrzeug. Es sieht die Jet. Oh, habe ich Fernlicht an? Ups. Fernlicht. Oh. Ah, jetzt passt's. Ja. Tutu. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, Next Stop. Wien Hauptbahnhof, S-Bahn U1. Ja, Traktionssperre halt. Wie gesagt, schon lange keinen Train Simulator hier gefahren. Oh, war pünktlich. Ich laufe einen Tisch. Schönen Innenraum. Oh, morgen. Hallo. Guten Tag. Aber wir fahren bis Gänserndorf. Ja, ist hier schwer was los auf der Stammbahn. In Kürze erreichen wir Wien Hauptbahnhof S-Bahn U1. Moin. Station Wien Hauptbahnhof S-Bahn U1. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, 4746, da steht's ja. Perfekt. Habe ich es ja richtig gesagt. Es gibt ja noch den 4744, das ist der Regio City Jet, sage ich immer. Der hat ja auch mehr Türen. Ja, gut, für S-Bahn unabdingbar. Keine Kamera hier. Ja, schön wäre, wenn wir noch die Kameras gehen. Der TS hat ja noch immer Spiegel. So. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, Next Stop. Wien Quartier Belvedere. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap.
Ja, zwei Stationen liegen im Tunnel. Ja, danke. Quartier Belvedere. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Patsch! Station Wien Quartier Belvedere. AS. Assig. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Sogar Plan. Was ist hier los hier? Ja, der Kamera ist aber geht im TS nicht. Total blöd. Jetzt fahren wir wieder oberirdisch. Also schöne Strecke, auch schön gemacht. Die Gleise und so weiter. Ja, österreichische Strecken mag ich sowieso sehr gerne. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, next stop, Wien-Rheinweg. Den Kurs. Ja, die Stromabnehmer im Tunnel, die gehen durch die Decke. Ja, das ist jetzt so ein Bug. Das stört mich jetzt persönlich nicht. Das ist ein Schönheitsfehler. Das kann man ja patchen, aber das ist jetzt... Wir sitzen ja im Führerstand und nicht in der Außenansicht, Leute. Mit echt kann ich ja auch nicht eben in die Außenansicht gehen. Das Zugfunkgerät noch einstellen können. Geht das hier überhaupt? Nee, geht ja gar nicht. Aha. Jetzt fahren wir wieder oberirdisch. Die Wiener Innenstadt. Schön hier mit dem Graffiti an den Brücken. Das ist typisch für eine Großstadt. S-Bahn. Streckenmonitor, den kannst du ja auch vergessen. Wieder ein Tunnel. Wo kommen denn die 40 denn hierher? In Kürze erreichen wir Wien-Rheinweg. Ach gut, der Bogen, der ist ziemlich eng hier, also 40, das ist schon okay. Finde ich nur blöd, dass das da nicht irgendwie angekündigt wird. Fahrplan habe ich ja auch nicht liegen. Ah, schön gemacht, die unterirdischen Stationen, richtig gut. Gut, ich war ja noch nicht in Wien oder so, aber wer weiß, irgendwann denke ich mal, fahre ich da auch mal hin. Jetzt fahren wir gleich hier durch so einen Einschnitt. Station Wien-Rheinweg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, könnt ihr euch mal die Karte hier angucken. Na, hier ist also, hier sind wir jetzt und so weiter. Hier links geht es über die Nordwestbahn in Richtung Reetz und weiter auf der Drosendorfer Lokalbahn nach Drosendorf. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, next stop, Wien Mitte, Landstraße U3, U4, City Airport Train. Ja, deswegen der Abkürzung CAT, CAT.
Kuss. Oh, moin! Was macht ihr denn hier? Ausgebüxt hier. Ach, DSA und seine Bugs, ey. Herrlich. Fin Mitte. Ah, die 50 interessieren uns nicht. Uns interessiert ja die Signalgeschwindigkeit und wir haben 40, ne? Also niedrigste Geschwindigkeit. Signalgeschwindigkeit ist immer ausschlaggebend, Leute. In Kürze erreichen wir Wien Mitte, Landstraße U3, U4, City Airport Train. Boah, Alter, die Station hier, richtig krass hier. Das Szenario-Pack ist gut, so wie man es für eine Großstadt kennt. Viele S-Bahnen, viel los, alles in einem Blockabstand, richtig gut gemacht. Und zwar gratis. Also das Szenario-Pack zumindest. Station, Mitte, Landstraße U3, U4, City Airport Train. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Boah, wie viele Stationen? Da ein Bahnsteig, hier. Junge, 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 hier ist auch richtig was los, ey. Auch schön mit den Ansagen, das ist so kommt das Feeling halt so rüber für dieses Let's Play dann. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Praterstern U1, U2. Ah, Praterstern kommt jetzt. Vielleicht sehen wir ja den Prater, das ist dieses Riesenrad da. Raus aus dem Tunnel. Ah, da ist er ja. Ach, oh, herrlich, schön. Schön, dass wir den auch mal zu sehen bekommen. Das Riesenrad da im Prater. Herrlich. Das wollte ich haben. Ja, ich möchte hier auch nicht so oft Leute in die Außenansicht gehen, weil, ja, ihr wisst ja, der Train-Simulator. Wir haben zwar 64-Bit, aber, naja. In Kürze erreichen wir Wien-Praterstern U1, U2. Ich meine, Leute, in echt, ne, sitze ich auch nur vorne und kann nicht eben aussteigen. Ein Kuss. Wir werden auch später noch die Donau überqueren. Aber wir haben eh halt, deswegen habe ich jetzt nicht auf 60 beschleunigt, wofür auch. Sparen wir uns das. Station
Wien-Prater Stern U1, U2. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Da ist er ja, der Prater. Da hinten. Schön. Obwohl, wir können doch hier lieber so ein Screenshot machen. So schön mit dem Prater im Thumbnail. Herrlich. Das ist doch besser. Nee, F4 will ich auch nicht. F3, genau. Den H2-Monitor brauche ich nicht. Was denn hier jetzt hier? Ist das vor uns oder was? Er sagt nicht, wenn ich jetzt die Türen zumache, da springt das um. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, naja. Next Stop, Wien-Traisengasse. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Naja. Mind the gap. Aber manchmal, das ist so ein Bug im TS, da machst du die Türen zu, dann springt das Signal um. Aber anscheinend hier nicht. Irgendwas ist da wieder hier. Irgendwas wechselt hier vielleicht noch. Keine Ahnung, schauen wir gleich mal. Jetzt hier noch der Cut oder was? Oh, Alpenstaubsauger kommt, ja. Den hört man schon von weitem. Auch nicht. Ja, was ist denn hier jetzt wieder, ey? Oh, dieser scheiß Train-Simulator, ganz ehrlich. Ja, was wird das denn jetzt hier? Gucken, was da jetzt noch kommt. Da noch ein Zug, vielleicht fährt er hier rüber, ich weiß es nicht. Ah, das ist auch so ein Kack, echt. Ja, warum... Was ist denn da? Ist da die Weiche nicht richtig oder was? Schauen wir mal hier. Und die ist doch richtig. Die auch. Die auch. Warum ist da rot? Da ist doch nichts hier. Hm.
Ach ja, Alles klar. Guten Morgen. Danke, Train Simulator, weißt du? Das ist ja auch echt ein Mist. Also das muss ich ja wirklich nicht verstehen. Immer diese Buggy-Signale, echt. Dabei habe ich doch da richtig gehalten. Da war doch hier. Da soll ich halten. Och, geht doch jetzt bitte aus. Ja, das ist typisch DS. Das sind diese Bugs, die dann mich dann auch zu Weißglut bringen und das dann ärgert, wenn man ein Video macht, das dann, weißt du, das ist, ärgert einen. Erreichen wir Wien-Traisengasse. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Ja, jetzt haben wir natürlich auch 4 Minuten. Ja, ich bin doch noch wach. Ich hoffe, dass das jetzt alles hier funktioniert bis Gensandorf. Station Wien-Traisengasse. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das wäre jetzt ein bisschen blöd gewesen, wenn das Video beendet wäre. Sie müsst dann halt mal ein bisschen vorspulen. Das ist, ja. Zug nach Gensandorf. Nächster Halt, Next Stop, Wien Handelskei, S-Bahn U6. U6. Ah, da ist die U6 rechts. In Kürze erreichen wir den Handelskei, S-Bahn U6. Jetzt über die Donau.
Station Wien Handelsquai, S-Bahn U6. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Floridsdorf, S-Bahn U6. Ah, Floridsdorf. Jetzt über die Donau. Schon über die Stahlgitterbrücke hier. In Kürze erreichen wir Wien-Floridsdorf, S-Bahn U6. Station Wien-Floridsdorf, S-Bahn U6. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wien-Floridsdorf. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Siemensstraße. Taurus kommt. Mit Wiesel.
Abstellbahnhof hier. In Kürze erreichen wir Wien-Siemensstraße. Ja, wir verlassen nun langsam das Wiener Stadtgebiet und fahren in Richtung Norden weiter. Station Wien-Siemensstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, wir konnten natürlich da schon vorher beschleunigen, weil da war eine schwarze 100. Das ist ein sogenanntes ZS3, so interpretiere ich das, weil Österreich und Deutschland sind ja fast, ist ja auch PZB 90 und die Signalbedeutung. Und der TS kann das halt nicht unterscheiden. Das ist genauso wie auf diesen ganzen 90er-Strecken da. Da ist ja auch ein ZS10, da kann es ja auch, bevor der Weichenbereich des Bahnhofes endet, schon beschleunigen und so weiter. Ne? Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Leopoldau, U1. Wenn du natürlich keine Fahrt mit besonderen Auftrag hast, kannst du da natürlich dann vorher beschleunigen, mit Zugschluss natürlich. Wenn du natürlich eine Fahrt mit besonderen Auftrag hast, im Bahnhof immer bis zum nächsten Fahrzeichen im Hauptsignal mit Zugschluss. Und das kann der TS nicht unterscheiden. Das kann er nicht. Heizen hier. In Kürze erreichen wir Wien-Leopoldau. Der hat auch Bremsen. Ja, muss er auch haben für S-Bahn. Das ist halt Siemens. Qualität. Ja, hier hinten auch in Spitzenzeitenzügen in Leopoldau. Station Wien-Leopoldau, U1. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Süßenbrunn. Wien-Süßenbrunn.
Ah, schön gemachte Strecke. Wie gesagt, ich habe mir ja die Gold Edition geholt. Da gab es ja zwei Szenarios dazu, weitere kommen und so weiter. Und Station Wien-Süßenbrunn, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Alle Türen am Bahnsteig. Moin. Der Sound vom Cityjet finde ich geil. Wing. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, next stop, Deutsch-Wagram. Deutsch-Wagram. Also ich muss sagen, die Strecke gefällt mir wirklich sehr gut. Die Vegetation, auch die Gleise, so hier Gras, wo jetzt hier auf den Abstellgleisen rausragt. Sieht richtig gut aus. Auch die Strecke durch die Wiener Innenstadt, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Oh, sind wir jetzt hier in der Schweiz? Weil diese Quertragwerke sehe ich mal in der Schweiz mit diesen Rillen da. Ich bin mal gespannt, was in Phase 3 kommt. Soll ja auch, glaube ich, noch kommen. Ist ja jetzt Phase 2. Der Probat ist ja allein auf 0. Dann hält er die Geschwindigkeit, brauche ich ja nicht im Display da. Ist ganz angenehm hier. In Österreich häufig. Also auf meiner Strecke, da wo ich fahre, gibt es keine. Außer auf der RB75, das ist aber SHU-Netz. Da gibt es ja eine da unten, unterhalb von Darmstadt, wenn man Richtung Mainz-Bischofsheim fährt. Felder hier. Ja, die Strecke ist halt jetzt keine Kunstbauten oder großartige Schluchten. Das ist halt die Nordbahn in Richtung Tschechei, Prag, weiter in Richtung Deutschland, Dresden, Berlin, Hamburg. Das ist eine wichtige, sage ich mal, Nord-Süd-Strecke hier. Also korridormäßig.
froh, dass das mit dem Signal da hingehauen hat. Das hätte mich richtig geärgert, hätte ich da die Aufnahme beenden müssen. In Kürze erreichen wir Deutsch Wacker. Wir müssen bei der 140 halten, weil wir fahren ja mit zwei Einheiten, also Dotra. Station Deutsch-Wagram. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich denke mal, das Z wird, denke ich, vielleicht mal der Fahrtanzeiger oder sowas sein. Ich weiß es ja nicht. Ich feiere in Österreich nicht. Könnte ich mir aber gut vorstellen, weil das eher passt. Die Ausfahrt steht da. Oh. Könnte hinhauen. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, Next Stop, Helmerhof. Ja, die Performance ist auch ganz okay hier auf der Strecke. Natürlich sollte man einen guten PC besitzen. Und so weiter. Der Rest natürlich, wenn da ein paar Ruckler sind, das ist halt, wenn da ein Zug so viel Polygone hat, das ist halt auch der Engine des TS geschuldet. Und so weiter. Wie gesagt, ich spiele ja hier in 4K. Wird auch in 4K aufgenommen. Also ich mache eigentlich nur TS. Und so, jetzt die neuen Spiele in 4K, der OMSI und so, das mache ich in Full HD, das lohnt gar nicht. Es ist nur unnötiger Ressourcenverbrauch. Oh, in die 6-Tafel, hallo. Dem kann man auch später bremsen. In Kürze erreichen wir Helmerhof. Aber solche Strecken finde ich auch reizvoll. Flachland, bisschen Hügel, Wald, Wiesen, hat auch seinen Reiz. Station Helmerhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, passt doch. Ja, muss bis ans Ende mit zwei Einheiten. Ja, das passt. Solange alle Türen am Bahnsteig sind, ist immer alles gut. Gut, beim TS gehen sie auch nicht auf, wenn du voll am Bahnsteig stehst. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, Next Stop, Straßhof. Ah, Straßhof, da findet ja auch immer Heizhausfest statt. Heizhausfeste, Dampfloks und so, Straßhof. Das müsste das ja auch sein, denke ich. Na, vielleicht sehen wir das ja gleich.
Das ist hier ein SBK. SBK hat Zahlen. FPS haben wir hier gerade. Oh, 40 ist gut. Ja, gut. Schön der Zickzack in der Oberleitung. Sieht gut aus. Hier haben wir das ESIG von Strasshof ES. In Kürze erreichen wir Strasshof. Zetzig, ZS. Station Strasshof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, kommt noch Silberwald und dann kommt auch schon Gensandorf. Unsere Endstation. Dort endet auch das Let's Play zur Nordbahn Phase 2. Dann konnte ich euch mal wieder mit dem TS-Video beglücken. Das mit der 218 wollte ich auch nochmal. Da gibt es ja so ein schönes Szenario auf dieser neuen Strecke da. Brenitzer Linienstern oder so. Zug nach Gensendorf. Nächster Halt, Next Stop, Silberwald. Da muss ich noch gucken, was ich dafür brauche. Ja, viel brauche ich nicht, aber ich denke mal, das ein oder andere Repaint wahrscheinlich und so. Da muss ich nochmal nachschauen. Wofür gibt es eigentlich Locker Swap? Da kann man immer nachschauen, was einem fehlt. Das ist sehr gut gemacht. Top-Programm. Kann man schnell nachgoogeln. Ah, das fehlt mir. Zack, braucht man nicht alles runterladen. Spart man sich eine Menge Zeit und Arbeit. Ja gut, so Trams in Wien könnte ich ja auch mal machen mit dem E1, dem älteren. Der wurde ja jetzt weggradiert. Ja, der hatte jetzt vor kurzem seinen letzten Einsatztag. Den mochte ich eigentlich persönlich lieber als den E2. Und diese schöne Front, diese typische alte Straßenbahnfront, hat mir immer sehr gut gefallen. Naja, mal schauen. Gab es ja auch eine neue Linie. Oh, RegioJet kommt mit Feuerstuhl. In Kürze erreichen wir Silberwald. Also in dem Szenario-Pack gibt es viel. Also gibt auch Aufgaben mit 40, 20 und müssen einfach mal reinschauen. Silberwald. Station Silberwald. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Also die Strecke kann ich von meiner Seite aus wirklich sehr empfehlen für alle, die so gerne so S-Bahn-Strecken mögen und durch die Stadt fahren. Oh, von Stadt aufs Land halt, so wie es hier ist, kann ich die Strecke hier jedem wärmstens empfehlen. Alle natürlich, die sich natürlich auch für die österreichischen Strecken entschieden, ein natürliches Pflicht-Add-on. Zug nach Gänserndorf. Nächster Halt, Next Stop, Gänserndorf. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Schöne Ansage. Gefällt mir richtig. Ja, in Gänserndorf endet dann auch das Let's Play Train Simulator 2022 mit der Nordbahn Phase 2 und dem CityJet 4746, den es ja auf Steam gibt, extra. Den muss man sich dann extra kaufen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch mit einem TS-Video mal wieder beglücken. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, einen Kommentar drunter schreibt, wie ihr so die Strecke findet. Werdet ihr sie euch holen? Und ja, das nächste TS-Video werde ich dann auch machen mit der 218 da. Von Lucky Good ist übrigens das Szenario. Das ist immer sehr schön, so typisch 90er. Gefällt mir richtig. Muss ich noch schauen, das... Da werde ich, denke ich mal, nächste Woche vielleicht noch so einen Termin finden, wo ich das produzieren kann. Moin. Ah, so hoch und tief. Ankündigung auf 40. Vorsignal fürs Einfahrsignal Gänserndorf. Das ist in Österreich ein bisschen einfacher gemacht als bei uns. Oh, wir halten am Bock. Also mir hat die Fahrt richtig viel Spaß gemacht, hat mir gut gefallen, da durch die Wiener Innenstadt zu fahren. Werde ich öfter mal machen, auch mit, denke ich mal, mit dem 4020 mal wieder. In Kürze erreichen wir Gänserndorf. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Ja, irgendwann muss ich auch mal nach Österreich da mal fahren, weißt du, das reizt mich auch, die Züge da, die Landschaft, und ich will auf jeden Fall noch einmal mit dem Alpenstaubsauger fahren. So, hier... City Shuttle oder so. Weil die werden auch nicht mehr lange fahren. City Shuttle 4020. Die werden auch bald ausrangiert. Es dauert auch nicht mehr lange. Der City Jet löst nach und nach die ab. Der 4030 ist ja schon gegangen. Ah, den würde ich mir auch noch für TS wünschen. Den 4030. Das ist auch ein schönes Fahrzeug gewesen. Der Zweiteiler gefiel mir am besten. Kutzuk. Na, wir halten am Stumpen. Gibt's keine 30er hier wie bei uns. Mi. Ja gut, im Osten kannst du ja auch 40 reinfahren. Ach, wir halten gar nicht am Bock. Dachte ich, ja. Egal. Station Gänserndorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Und da. Zack. Raus hier. Ja. Geringfügig, ne? Naja, egal. Unsere Fahrt endet ja eh hier.
passt das. Schade, sie haben das Szenario voll verpendet. Ja, kann ich auch nichts dafür, wenn das Signal rumgebackt hat. So, damit verabschiede ich mich dann und ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut. Tschüss.